Heute habe ich einen Einschlaftipp für dich. Der hat schon vielen Menschen geholfen und gerade letztens hat mir wieder jemand erzählt, also jetzt schlafe ich gut ein und ich kann noch gut durchschlafen. Und diesen Tipp möchte ich dir auch weitergeben. Der ist ganz, ganz einfach. Wenn du am Abend im Bett liegst, und ich habe noch zwei Zusatztipps für dich. Wenn du am Abend im Bett liegst, nachher, meistens ist es ja so, dass unser Denkapparat den Schlaf stört, weil er denkt noch alles durch, er denkt vielleicht gewisse Themen durch und das verhindert natürlich unseren Schlaf. Und wie kann man da aussteigen aus dem Denksystem, aus dieser Denkdynamik, könnte man sagen. Versuch einmal, wenn du im Bett liegst am Abend, einfach zu atmen. Das heißt, bewusst zu atmen. Du beobachtest nachher auch den Atem, wie er einströmt und wie er wieder ausströmt aus dem Körper. Und nachher ist es ja so, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr im Denken ist, sondern im Atmen. Und du wirst merken, auf einmal wird es leicht. Auf einmal fließt die Müdigkeit fließt dir nachher zu und du kannst viel leichter einschlafen. Und jetzt habe ich noch zwei Zusatztipps für dich. Wenn du am Abend im Bett liegst, dann kann man eine schöne Übung machen, und zwar eine Dankbarkeitsübung. Denn wir alle haben viele, viele Gründe, dankbar zu sein. Und da gibt es viele Möglichkeiten, für was wir alles dankbar sein können. Und noch ein Tipp habe ich für dich. Ein Handy, also die Erreichbarkeit im Schlafzimmer, ist eigentlich tabu, ist ein No-Go. Im Schlafzimmer muss Ruhe sein, da muss Stille sein, da muss man für sich selber den geschützten Raum haben. Und versucht das einmal. Hat bei vielen Menschen schon funktioniert und ich bin auch neugierig, ob es bei dir funktioniert. Und schlaf gut ein, genieß den Tag, je nachdem, wann du das Video schaust. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ich freue mich schon drauf. Pfiat, servus, mach's gut.